Singles haben mehr Spaß? Das denken sich wohl auch die Exil-Royals Prinz Harry und Herzogin Meghan und treten immer öfter ohne den anderen auf. Prinz Harry, zahlreiche Termine ohne seine Frau. Zusammen ein Flop, alleine top. In den letzten Wochen liefen Herzogin Meghan, 43, und Prinz Harry, 40, kaum noch zusammen über rote Teppiche. Stattdessen absolvieren sie immer öfter Auftritte allein. Harry legte stark vor, 10-mal wandelte er jetzt auf Solopfaden. Erst reiste er in den Big Apple, dann nach London und Afrika. Zuvor war er schon in Kalifornien bei einer Benefizgala, ohne Meghan. Die musste da angeblich krankheitsbedingt absagen. In England war die einstige Schauspielerin schon seit Jahren nicht mehr, und auch Harrys Wohltätigkeitstour in Lesotho und Südafrika blieb sie fern. Herzogin Meghan zeigt sich entspannt und fröhlich. Auffällig: Ohne Meghan wirkt der Prinz plötzlich glücklich und gelöst, findet zu seinem alten Charme zurück, mit dem er einst die ganze Welt eroberte. Und Meghan? Die legte derweil einen strahlenden Auftritt bei einer Gala zugunsten eines Kinderkrankenhauses in Los Angeles hin. Und auch sie hatte offensichtlich so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Sie lachte mit Freunden und Bekannten, posierte ganz entspannt und fröhlich für die Fotografen, scherzte mit den Kindern. Ihre Arbeitsprojekte werden getrennt sein. Es scheint tatsächlich, als würden Meghan und Harry ohne einander richtig aufblühen. Und es wird wohl nicht das letzte Mal sein, dass die beiden alleine ihr Ding durchziehen. Sie werden weiterhin gemeinsam einige karitative Aufgaben wahrnehmen und Auslandsreisen unternehmen, aber ihre Arbeitsprojekte werden getrennt sein, verriet ein Insider gegenüber der Daily Mail. Während Harry sich wohltätigen Aufgaben verschrieben hat, will Meghan als Unternehmerin endlich ihren Durchbruch feiern. Sie arbeitet eifrig an ihrer Lifestyle-Marke American Riviera Orchard, schreibt ein Kochbuch und steckt mitten in den Vorbereitungen für eine neue Netflix-Serie. Während sie Filme über emotionale Themen und psychische Gesundheit veröffentlichen will, dreht er zum Beispiel eine Polo-Dokumentation. Wird es die Marke Harry und Meghan also bald gar nicht mehr geben? Deutliche Worte: Getrennt sind sie einfach besser drauf. Der Branchenesider weiß, sie sind jetzt als arbeitende Individuen vorangekommen, und das scheint ihrem Image gut zu tun. Hieß es zuletzt oft, dass Harry und Meghan bei gemeinsamen Auftritten arrogant und unnahbar wirkten, sind jetzt alle voll des Lobes. Es war die richtige Entscheidung, Berufliches und Privates zu trennen. Getrennt sind sie einfach besser drauf. Ob das auch bald für ihre Ehe gilt?